Herzlich willkommen beim Podcast Sommercamp Wege des Herzens. In diesem Podcast lade ich dich ein, dir die Interviews mit allen Referenten, Workshopgebern anzuhören, um mehr von dem Sommercamp zu erfahren, welches uns ein großes Anliegen ist. Wir freuen uns sehr auf die Zeit im Sommer, wenn wir wieder beisammen sein können und glauben daran, dass es etwas ganz, ganz Wichtiges ist, endlich wieder Kontakt und Nähe zu spüren. Sowie sich Gedanken darüber zu machen, wie darf mein Leben weitergehen. Hierbei findest du in den Interviews und dann beim Sommercamp bei den Referenten die unterschiedlichsten Weisen und lerne kennen, was vielleicht auch dich interessieren könnte und dir auf deinem Weg des Herzens weiterhelfen kann. Viel Spaß und vielleicht hörst du ja beim nächsten Podcast-Interview auch noch zu. Ja, hallo beim Sommercamp-Podcast Wege des Herzens. Und heute ist ein ganz besonderer Termin, weil heute werde ich mal interviewt. Bisher habe ich alle Referenten und Referentinnen für das Sommercamp interviewt. Und ja, irgendwie wisst ihr noch gar nicht so viel von mir. Und deswegen habe ich die liebe Sonja Kawein darum gebeten, ein Interview zum Sommercamp über mich oder mit mir zu führen. Sonja Kawein kommt aus Sindelfingen, ist selber Business Coach. Und wir beide haben uns über die Businesswochen und die Gesundheitswochen Böbling, Sindelfingen kennengelernt, arbeiten da jetzt mittlerweile auch eng zusammen und deswegen war das sehr, sehr passend für mich. Außerdem ist Sonja selber Podcasterin und Sprecherin und deswegen besonders geübt in der Sprache. Und ich freue mich herzlich, dass du meine Bitte angenommen hast, liebe Sonja. Und freue mich darauf, dass du mich jetzt interviewen wirst. Liebe Maren, vielen Dank für die wertschätzenden Worte. So kenne ich dich und so schätze ich dich ganz arg. Ich freue mich ganz arg, dieses Interview jetzt mit dir führen zu dürfen, in deinem wunderbaren Projekt, da mal so ein bisschen reinlauschen. Wer ist Maren Fromm? Was macht sie denn eigentlich? Jeder, der dich kennt, weiß, dass du sehr vielfältig bist. Und diesen Sommer hast du was ganz Besonderes vorbereitet, nämlich das Sommercamp Wege des Herzens. Ja. Wie bist du auf die Idee gekommen, ein Sommercamp Wege des Herzens zu kreieren? Ja, also die Ursprungsidee ist daraus entstanden, dass ich im August ungefähr 2019 war für mich klar, ich kann zur Summer Celebration vom Veit Lindau gehen. Ich hätte, also für im Jahr 2020, ich hätte zu dem Zeitpunkt dann endlich mal so das Geld dafür gehabt. Meine Tochter ist alt genug, dass sie auch mal ein paar Tage alleine bleiben kann. Und habe mich riesig drauf gefreut, auf diesen Event mal so Gemeinschaft miteinander zu leben und zu gucken, was wird da überhaupt angeboten bei so einem Workshop, bei so einem Sommercamp, das über mehrere Tage geht. Und wollte den Spirit für mich mitnehmen, weil ich das was ganz Besonderes für mich also überlegt und interpretiert hatte. Und dann sagt Veit Lindau, nö, 2020 macht er keine Summer Celebration und er hat was anderes vor. Und ich so, innerlich, du Arsch. Ja, ich hab jetzt endlich mal das Geld dafür und könnte. Und dann sagst du, nö, mache ich nicht. Okay, dann mache ich es selber. Ich möchte das erleben und ich werde alles dafür geben, dass es stattfindet. Ja, und so ist. Das heißt, du selber wolltest so ein Festival, so ein Sommercamp erleben. Ja. Alles war da und dann sagt der Organisator, wird dieses Jahr nichts, ja? Mhm. Und dann sagt Maren einfach, gut, ich will aber, also mache ich selber. Ja, genau. So war das. Und dann habe ich alle Menschen, die ich kenne, angeschrieben. Hey, habt ihr Ideen? Was findet überhaupt bei der Summer Celebration vom Veit statt? Wer von euch war schon mal da? Was gibt es Wichtiges zu beachten? Also es sollte jetzt kein Double sein des Ganzen. Also es sollte schon auch meine Note oder die Note der Menschen, die dann dorthin kommen, bekommen.
Und doch sollte es ja die Menschen einladen, die auch dorthin gegangen wären. So, und ja, und dann haben wir uns zusammengesetzt und im November, Dezember 2019 haben wir dann unser Konzept stehen gehabt. Und dann bin ich damit auf Location-Suche gegangen. Also bin ich schon parallel und meine Wunsch-Location, die Oase, wo es jetzt stattfindet, war für 2020 schon ausgebucht. Dann habe ich hier im Ort weitergesucht und in den Nachbarorten. Und also es ist 2020 nicht abgesagt, weil Corona war, die Pandemie war, sondern weil ich keine Location gefunden habe, wo ich es hätte durchführen können. Genau. Und ja, und dann, dank Corona, das mag man ja kaum sagen, ist ja irgendwie alles in Lockdown gegangen und die Locations waren dann ja sowieso auch geschlossen und für 2021 war noch nichts ausgebucht und dann habe ich die, wie nennt man das, die Chance beim Schopf gepackt und bin zur Oase und habe gesagt, so, 2021 stehen bestimmt noch keine Termine an, ich will euch buchen. Das ist Maren Fromm. Ja. Das ist Maren Fromm, die mit ihren Herzenswünschen einfach geht und sie umsetzt. Mhm. Du hast das Sommercamp Wege des Herzens genannt. Mhm. Wie kamst du auf den Namen? Ja, Sommercamp kommt so ein bisschen von, also Veit, sein Festival heißt Summer Celebration. Und das wollte ich, also das ist, ich weiß nicht, ob das ein eingetragener Name ist oder wie auch immer. Und das wollte ich natürlich nicht, ja. Und deswegen kam dann so auf die Idee Sommercamp und Wege des Herzens, weil ich 2019 mein Credo gefunden habe. Also durch das Thema Kriegsenkel, wozu ich ja auch einen Vortrag halten werde, bin ich mir immer näher gekommen und meinem Herzensweg. Und ich habe einen Kurs gemacht, der hieß Erfolgswerk und da ging es auch darum, so meine Positionierung zu finden und was will ich eigentlich, womit will ich die Menschen berühren? Und daraus ist so mein Credo Wege des Herzens entstanden. Und das zieht sich jetzt praktisch wie so ein Markenname durch alle meine Projekte. Und deswegen heißt auch das Sommercamp Wege des Herzens, weil es mein Anliegen ist, den Menschen die unterschiedlichsten Möglichkeiten zu zeigen und nahezubringen, wie sie sich und ihrem Weg des Herzens näher kommen können. Ist denn das Sommercamp dann auch eine schöne Möglichkeit, seinem eigenen Herzen, also in Form von Emotionen, Herzenswünschen, vielleicht auch Schmerzen, Trauma, du sagst, du machst ja auch viel mit Traumatherapie, Traumaarbeit, aber das Programm ist ja vielfältig, ja, von kreativ sein Malen, von Musik, es gibt ein Konzert, es gibt Kinderbetreuung, so wie ich gesehen habe. Erzähl uns mal ein bisschen inhaltlich, was erwartet die Teilnehmer im Sommercamp Wege des Herzens? Ja, also wir haben Platz für 225 erwachsene Menschen beim Sommercamp und wir haben, oh Gott, ich glaube, es sind 35 Workshops. Und die wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Ja, also tatsächlich von der Meditation, also morgens fängt es jeden Morgen, wer möchte, um 7 Uhr mit Yoga an. Es gibt einen sehr getakteten Tag im Grunde genommen, also es gibt feste Essenszeiten, in denen ich, wo ich aber auch für mich entschieden habe, da möchte ich, dass Zeit für Gemeinschaft und für Miteinander da ist. Also Frühstück gibt es 2 Stunden lang, Mittag gibt es 2 Stunden lang und Abendessen dann auch so 1,5-2 Stunden. Mit einem wunderbaren Catering von der Michaela Schilling Michaela Arzt vom Café Schilling in Böblingen. Und ansonsten gibt es, ja, wie gesagt, Meditation, Regressionsarbeit, Astrologie, also wo es auch so ein bisschen um Aufstellungsarbeit mit der Astrologie gibt. Es gibt Systemaufstellungen, es gibt Männerworkshops, was braucht der neue Mann oder wie ist der neue Mann? Dann, was brauche ich für einen Coaching-Workshop?
was brauche ich in, welche Kernkompetenzen sind wichtig in schwierigen Zeiten. Es gibt kollektives Trauma. Die Christina Sogel macht einen dreiteiligen Workshop, wo man aber auch jeden Workshop einzeln besuchen kann. So ihre Leidenschaft ist kollektives Trauma und Ekstase, wirklich wieder in die Lebendigkeit zu kommen. Dann gibt es ja intuitives Malen mit Esther. Oh Gott, dann gibt es Liebe ist größer als die Angst mit Marion Bredebusch, die erste war, die ein Ticket gekauft hat für das Sommercamp und jetzt beschlossen hat, hey, ich bin so mitgerissen von diesem Spirit, ich möchte auch was machen. Und deswegen als Teilnehmerin jetzt noch gesagt hat, dass sie auch einen Workshop macht. Dann gibt es Heilbehandlungen, Leben in Balance, einen Vortrag über TCM, also wirklich eine ganze Bandbreite, also Trance-Tanz, dann Power of Life, also abends so dann auch diese Mischung aus Lebendigkeit und zu dir kommen im Trance-Tanz oder bei Power of Life, ja, wo es mit Musik ist. Und das sind so die Workshops, ist ein Teil der Workshops für die Erwachsenen. Und um auch Familien zu ermöglichen zu kommen, also falls es keine Kinderbetreuung gibt und doch den Eltern die Möglichkeit zu geben, ihre Kinder gut aufgehoben zu fühlen und sich zu widmen und ihren Workshops, gibt es halt auch eine Kinderbetreuung für bis zu 20 Kinder und Jugendliche, wo zum Beispiel eine Cheerleader-Gruppe von hier aus der Nähe von Stuttgart so ein Training mit den Kindern macht und das einstudiert mit denen, weshalb ich es toll finde, ist, weil es ums Körpergefühl, um die eigene Wahrnehmung von Mut auch geht, ja, sich was zuzutrauen beim Cheerleading. Das ist nicht nur, sondern da kann man auch echt Mut überwinden. Deswegen finde ich das schon mal toll. Dann die Falknerei hier im Ort, wird es eine Falkenshow geben und auch, wo die Kinder sich mit den Tieren, sind nicht nur Falken, sind auch andere wundervolle Greifvögel, die in der Falknerei Garuda hier in Weil sind, wo die Kinder sich mit fotografieren lassen können, wo sie aufgeklärt werden, wo sie was Tolles sehen. Dann gibt es eine Kamelfarm, Kamel und Lamas sind es, glaube ich, hier im Ort, wo die Kinder eine Führung bekommen und eine Veranstaltung haben. Dann gibt es auch schon den Bereich des Narzissmus, auch für Kinder. Meine Mutter ist anders, mein Vater, oder meine Mutter ist komisch, mein Vater ist anders. Wird es ein Figurentheater dazu geben? Mathe mit Freude, also auf spielerische Art und Weise mit Zahlen umzugehen. Und außerdem habe ich so drei Pools gekauft. Falls es schön warm wird, dass man sich auch mal... Ganz schön schwimmend? Ja, genau, wo man mal in so einen Pool legen kann und vielleicht sich einfach eine Auszeit nehmen kann. Ah, genau, und die Natur habe ich ganz vergessen. Natur und Gesundheit habe ich ganz vergessen. Also es wird Waldbaden geben, Räucherworkshops. Wow, genau. Und die Location ist ja sensationell. Das ist ja mitten in der Natur mit Baumhäusern. Man kann auch in einem Baumhaus übernachten, auch als Familie, wenn man das möchte. Ein Ereignis dann auch gleich hier ein Event mitnehmen. Maren, das ist so ein Riesenprogramm, was du organisiert hast. Von wann bis wann ist dein Sommercamp? Also ist es bis Ende des Jahres, weil so viel Programm? Nein, es ist vom 4. August bis zum 8. August. Und so die Ankunftszeit ist am 4. August so ab 15 Uhr. Um 17 Uhr eröffne ich es dann. Und dann gibt es von 18 Uhr bis 19.30 Uhr ungefähr gemeinsames Essen. Und abends den ersten Workshop mit Power of Life mit Ulrike Petroff. Und dann geht es Donnerstag, Freitag, Samstag, also am 5., 6. und 7. Wer möchte, morgens ab 7 mit Yoga los und dann aber ganz entspannt ab 8 auch erstmal Frühstück für die, die gerne, also wir haben die Baumhäuser zu mieten, wir haben Zeltplätze oder für Wohnwagen, Wohnmobile. Oder im Auto kann man auch übernachten, weil es auch Sanitäranlagen gibt, wo man auch duschen und sich umziehen kann und so. Aber für die, die vielleicht von außerhalb aus Airbnb oder aus dem Hotel oder so kommen, dass sie auch in Ruhe ankommen können. Wow. Und der richtige Start jeden Tag, also zu den Workshops, ist dann ab 10 Uhr bis abends dann halt.
Wow, also ich bin überwältigt. Wir organisieren ja auch viele Veranstaltungen und große Veranstaltungen, aber ich weiß, was da für eine Energie dahinter ist und ein Kraftakt. Ich muss sagen, Hut ab, liebe Maren. Ja, es ist 2 Jahre Herzblut jetzt schon. Ja. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann gibt es in diesem Sommercamp eine Struktur, Frühstück, Mittag, Abendessen und dann eben Zeitslots, wo man an wunschgemäß an Workshops teilnehmen kann, an Impulsvorträgen, an Aktivitäten. Ja. Ist das so? Ja? Ja. Kann ich mir das so vorstellen? Genau. Das heißt, diese Vielfalt, die ich habe, ich komme dahin, ich kann ganz entspannt sein und sagen, hey, worauf habe ich heute Lust? Mhm. Was ist heute mein Thema? Wo mag ich mal reinspüren, mal rein experimentieren vielleicht auch, mal tiefer tauchen und mich an dem Tag entscheide, was ich machen möchte. Genau, da wir jetzt, also da es ja komplett Tickets gibt für alle 5 Tage und für Donnerstag, Freitag und Samstag gibt es auch Tagestickets zu kaufen. Deswegen wird es auch immer erst am Morgen eine Liste geben, wo man sich eintragen kann, damit es eine Fairness hat für auch die, die Tagestickets haben. Und dass man auch in sich reinspüren kann, ist das heute was? Also man kann im Vorfeld nicht sagen, ich melde mich jetzt schon für diesen Workshop an, sondern du kommst morgens zum Sommercamp und trägst dich ein bei dem, was du gerne machen möchtest. Und da ist dann bei jedem Workshop, also die ist ja eine unterschiedliche Anzahl von Menschen, wie viele da mitmachen können. Und so viele Plätze trage ich da dann auch ein, sodass man auch sieht, habe ich überhaupt noch Platz. Also Landes, was ich gehört habe an Programmpunkten, die du gerade genannt hast, ist so eine Vielfalt. Ich bin ganz sicher, dass jeder etwas Feines findet und an dem Tag einen schönen Mehrwert für sich als Persönlichkeit mitnimmt, in der Gemeinschaft, mit anderen Menschen, Kontakten, die Natur. Also ein Sommercamp, das wirklich die Herzen dann auch stärkt und öffnet und vielleicht auch verbindet. Es gibt auch Musik, es gibt auch Bewegung und Tanz. Magst du ein bisschen dazu was sagen? Ja, also die Ulrike Pittroff kommt, wie gesagt, also die kommt vom Walchensee extra und wird dort Power of Life ihren Workshop geben am Eröffnungstag, wo es auch darum geht, so auf der einen Seite wirklich in Bewegung zu gehen, aber wenn man möchte, auch in Abstand zu gehen oder für sich zu tanzen, das, was man in dem Moment braucht. Und die Uli wird gut darauf achten, den Raum zu halten. Aber das ist ein schöner Einstieg, um schon diese Gemeinschaft schon am ersten Abend zu erfahren und zu spüren. Am zweiten und am dritten Abend, also am Donnerstag und Freitag, gibt es jeweils Trance-Tanz. Und das machen Andreas Schmitz und Sabine Pogunte. Die kommen extra aus Hannover, die ihre Trance-Tanz-Ausbildung auch haben. Ja, also die sind da sehr professionell drin und bieten das im Raum Hannover, Hildesheim auch selber an. Und unser Highlight, wobei, es ist unser Highlight, weil es die berühmteste Person, glaube ich, ist Seom mit seinem Konzert am Samstag. Und dafür bin ich super dankbar. Also auch, ich habe einen Seom, Patrick heißt er ja, ich habe ihn irgendwann gefragt, ich so, Patrick, was hatte ich veranlasst, zu sagen, okay, Maren, bei dir mache ich das, obwohl es ja eigentlich echt ein kleines Konzert ist mit maximal 250 Menschen. Und dann hat er gesagt, Maren, deine Herzenergie war so zu spüren. Und das war überhaupt gar keine Überlegung wert. Und deswegen bin ich so, so dankbar, dass er am Samstag das Konzert gibt, Samstagabend. Und ich finde es immer spannend, dass ich ihn so als Highlight, was er ja irgendwie auch ist, benenne und mich dann aber schlecht fühle damit. Die anderen, ich will nicht, dass die anderen Referenten sich dann kleiner fühlen, weil sie sind so viele Highlights. Genau, sie sind genauso großartig wie der Patrick. Aber Patrick oder Seom ist einfach schon viel bekannter als alle anderen. Ja, es berührt mich ganz arg. Also ich weiß, ob es gerade gesehen hast, ich muss gerade mal trinken. Und das zeigt auch, dass da einfach viel Herzblut drin ist, viel Energie, viel, ja, good Vibrations. Und wir müssen gar nicht darüber sprechen, dass die aktuellen Rahmenbedingungen auch eingehalten werden, ist selbstverständlich ganz, ganz klar.
Das verspricht, ein wunderbares Sommercamp zu werden. Ja. Maren, was wünschst du dir für das Sommercamp, für die Menschen, die da sind? Und was wünschst du dir für dich? Ja, ich wünsche mir für die Menschen, die kommen. Also was ja klar ist, ist, dass so 5 Tage und so einzelne Workshops können Anstöße geben. Ich wünsche mir, dass die Menschen aus diesem Potpourri, das wir bieten, wirklich etwas für sich finden, entweder was sie bereits auf, wenn sie bereits ihren Herzensweg gehen, was sie darin weiter begleitet und bestärkt, oder dass sie etwas finden, was, wo sie sagen, wow, danach habe ich so lange gesucht und genau das ist es. Und was sie motiviert und dahin bringt, wirklich ihren Weg weiterzugehen. Weil ich der felsenfesten Überzeugung bin, wenn ich in meinen Herzensweg gekommen bin und zu mir stehe mit all meinem Sein, dann bin ich in meiner Kraft und dann merke ich überhaupt gar nicht mehr, dass es vielleicht irgendwas auch eine Anstrengung kostet. Ja, also allein das Projekt Sommercamp ist daraus entstanden, weil ich so sehr in meine Kraft gekommen bin. Und wenn ich mir mein Leben angucke, was alles so nebenbei läuft oder was ich alles nebenbei auf die Beine stelle zu diesem Sommercamp, genau das wünsche, also ich wünsche nicht den Menschen, dass sie genau dasselbe machen müssen wie ich, aber ich wünsche ihnen diese Energie, die sie mitbekommen. Und außerdem wünsche ich uns allen, endlich wieder Gemeinschaft leben zu können für 5 Tage. Und keine Angst zu haben, was passiert, wenn ich dann wieder nach Hause komme. Also muss ich dann in Quarantäne oder ähnliches, ja? Sondern wir sind hier in Deutschland und unsere Werte sind super cool und wir brauchen überhaupt gar nicht zittern. Ja, und wie du gesagt hast, wir achten darauf, dass auch die Rahmenbedingungen eingehalten werden und ja, und trotzdem wir einfach eine wirklich, wirklich schöne Zeit miteinander haben können. Und was wünsche ich mir für mich? Bitte? Ja? Ja, ich habe ja vor 2 Jahren gesagt, ich will das erleben, ja, wie sowas ist. Und als ich es dann organisiert habe, habe ich dann gedacht, ja, scheiße, jetzt erlebe ich das zwar, aber es wird ja ganz anders sein, als wenn ich Teilnehmerin bin. Und trotzdem freue ich mich riesig drauf, weil es einfach eine Energie sein wird oder jetzt schon ist, die unfassbar ist. Und die möchte ich mitnehmen. Und ein Bekannter von dir, der Uwe Hanselmann, hat gesagt, wir müssen damit auf Europa-Tournee gehen. Jawohl, Wege des Herzens International, all around the world. Wer weiß. Liebe Maren, ich habe Gänsehaut im ganzen Körper, ich könnte jetzt heulen. Ich hoffe, man sieht es jetzt nicht so, dass das Make-up nicht verschmiert ist. Es berührt mich ganz arg und ich bin sicher, dass es auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, die Zuschauer und die Zuschauer auch berühren wird, weil man sieht, du machst es aus dem Herzen. Du gehst voller Power mit deinem Löwenherz nach vorne und gestaltest was Feines. Ich wünsche Ihnen, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer, Zuschauerinnen, Zuschauer, dass Sie Ihren Weg des Herzens gehen, super gerne mit Maren Fromm und ihrem Team im Sommercamp Wege des Herzens. Jetzt geht's los. Vom 4. bis 8.8. in der Oase Weil. Maren, wo kann man weitere Informationen bekommen? Wo kann man sich bei dir anmelden? Also die Tickets kann man über www.sommercamp-wege-des-herzens.de kaufen. Gerne kann man mich aber auch anschreiben unter service@maren-fromm.de. Man findet uns auf Facebook, also einfach nur Sommercamp Wege des Herzens eingeben, dann kommt die Veranstaltung schon. Oder auf Google, wir machen so eine geile Werbung. Wir sind ganz oben, Sommercamp Maren Fromm reicht schon. Oder unseren Podcast auch anhören, wenn man sich dafür interessiert, schon im Vorfeld informieren möchte, was sind das eigentlich für Menschen, die da Workshops geben, dann gerne den Podcast natürlich anhören von den einzelnen Referenten. Wunderschön. Ja. Auf das es ein wunderschöner Sommer wird, ein Sommercamp, ein Weg des Herzens für ganz, ganz viele Menschen mit dir und dann auch weit ausstrahlend über die ganze Welt hinaus. Ja, das ist mein
großer Wunsch. Da möchte ich auch ganz kurz zum Abschluss noch sagen, dass das Sommercamp ja eine Non-Profit-Veranstaltung ist und der gesamte Gewinn aufgeteilt wird zwischen der Peace Tree Earth Stiftung, die sich das Ziel gesetzt hat, 1 Million Friedensbäume weltweit zu pflanzen, und der One World Family Stiftung, die sich für soziale Projekte einsetzt. Und außerdem werden wir Boxen aufstellen, in denen Handys gesammelt werden, in denen Münzen gesammelt werden, in denen, also man kann da gerne auch nochmal auf der Seite von It's for Kids gucken, was It's for Kids alles sammelt. Oder gerne, wir werden auch ein Sparschwein für It's for Kids aufstellen, weil es mir wichtig ist, mit dem Sommercamp für Gutes in der Welt zu sorgen. Wow. Genau. Wow, wow, wow. Maren, ich freue mich, dich spätestens am 4.8. auf deinem Sommercamp zu sehen und bin so gespannt, sowas von gespannt, welche wunderbaren Menschen dann auch dabei sein werden und auch, dass wir ein schönes Sommercamp Wege des Herzens haben. Vielen Dank, liebe Maren. Liebe Sonja, ich danke dir, dass du das Interview mit mir geführt hast. Und ja, lieber Zuhörer, ich lade dich jetzt ein, höre dir sehr gerne auch die anderen Interviews ein und ich wünsche dir noch einen ganz wundervollen Tag, lieber Zuhörer, und dir auch, liebe Sonja. Vielen, vielen Dank. Ja, das war wieder ein super spannendes Interview mit einem unserer Referenten. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.